Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde 7 Days to Die mit Voucher, mit unserem Nameless. Meine Lieben, der Weg nach oben ist gebahnt. Ich muss einen Teil wieder zumachen. Ich habe es hier und da mal ein bisschen abgemessen. So werde ich zukünftig hochkommen auf unsere Dachgärten. Zwei, drei Beete habe ich jetzt hier schon mal reingepflanzt. Da haben wir noch einiges an Material zu besorgen, bis unser erster kleiner Gartenabschnitt hier steht. Hier kommt dann der große Gartenabschnitt hin mit Landebahn für unseren Gyroskopter später mal irgendwann, ne? Also wie gesagt, hier muss ich nochmal mit Asphalt ein bisschen nachbessern. Das ist noch nicht ganz so toll. Ich habe erst eine Treppe bauen wollen, aber so gefällt es mir jetzt doch besser, weil ich einfach hier mehr Platz habe, ne? So, meine Lieben, bevor wir jetzt allerdings heute abhauen, wir haben nämlich einen weiten Weg vor uns noch in die Wüste. Ich schätze mal, das wird in der Wüste sein. Da möchte ich heute looten gehen. Machen wir in der Nacht. Und bevor wir jetzt gehen, haue ich jetzt die vorbereiteten Schmelzen mit euch noch hin. Wir haben jetzt dann eine Power von 8 Schmelzen. So viel brauchen wir wahrscheinlich niemals. Aber es kann ja mal der Tag kommen, wo ich ein bisschen spät dran bin, wo wir vielleicht dann eine Hordefalle aufwerten müssen mit Stahl. Und dann habe ich hier die Power von 8 Schmelzen. Insofern wir irgendwann das Zeugs finden, wie Schmelztiegel und so. Und dann haben wir da auf jeden Fall ausgesorgt. Außerdem finde ich, ist das ein ziemlich süßes Eckle jetzt geworden hier. So. Und die Hauptschmelzen werden die oben sein. Das heißt, das Zeug kann ich jetzt erstmal hier rausnehmen. Das mache ich aus. Dann würde ich tatsächlich auch sagen, das hier wird wahrscheinlich die erste Schmelze, die ich fett im Betrieb haben werde. Dann werden wir das so machen, das werden wir so machen. Holz habe ich jetzt schon rausgeholt. Genau, das brauche ich jetzt gleich. Aber nicht alle. Ich habe nämlich noch vor, ganz kurz Bauprojektekisten über die Tür zu setzen. Ich zeige euch mal kurz, was ich mir darunter vorstelle. Müssen wir eine Einrichtung haben, drei Stück, sehr cool. So, die setze ich über die Tür. Es gibt ja immer wieder mal Projekte, die ich habe, wo ich speziell Material dafür brauche, ne? So, angenommen, ich habe jetzt das Bauprojekt Chemiestation. Und das haben wir ja tatsächlich. Ich mache das jetzt nicht komplett alles heute, aber hier habe ich zum Beispiel den Bedarf an 100 Barren. Dann würde ich sagen, wir sammeln schon mal die Materialien für die Projekte wie Motorrad, Jeep bauen, was weiß ich, was nicht alles kommt, damit ich die nicht immer verholze zwischendrin, weißt du? Das heißt, nach der Folge heute werde ich das hier schon mal einsortieren. Was uns noch fehlt, ist Säure. Dann haben wir da nämlich einen Haken dran. Bauprojektekiste. So, meine Lieben, pass auf. Ich nehme auf jeden Fall mit zwei Reparatur. Das nehmen wir mit. Wir brauchen Nahkampf heute Nacht. Wir brauchen die Geschichte, unsere Tools. Hier kann ich mich heilen, wenn irgendwas wäre. Dietrich haben wir dabei. Lass uns mal noch essen und trinken kurz. Schön. Und ich brauche noch einen Abgang. Chemiestation bauen wir wahrscheinlich hier hin. Da wahrscheinlich zwei Mischer. Und dann muss ich mal gucken, vielleicht mache ich aus der Treppe eine komplette Treppe runter. Dann komme ich auch von oben hier ohne große Umwege da wieder hin. Ne? Oh, warte mal, das wollte ich auch noch kurz machen. Eigentlich schon die ganze Zeit, ne? So, du bleibst hier sitzen. Schon 10 Uhr. Ah ja, fahr mal durch die Nacht. Ist jetzt auch nicht so tragisch. So, was zum Essen habe ich mir gemacht. Was Besseres habe ich leider nicht im Angebot gerade, Nemi. Dann haben wir die Möglichkeit, ein Wasser zu trinken. Das nehme ich mir mit. Und ich gucke mal ganz kurz hier durch. Da müsste ich eh eigentlich mal sortieren. Das ist zum Beispiel eine, die wir oft brauchen werden. Das ist Handeln. Maximale Gesundheit ist mal egal. Schleichschaden auch. Strom brauche ich erstmal nicht. Nahkampf. Vielleicht für die Hordenacht. Altstoff brauchen wir jetzt auch nicht. Fallschaden brauchen wir nicht. Baubeute. Schlösser knacken. Die nehme ich mit, Schlösser knacken. Und ich nehme einmal Beute mit. So. Dann sortiere ich die zukünftig, die cool sind, hier runter in die Reihe. Dann finde ich sie schneller. So würde ich sagen, gehen wir jetzt los. Fahren wir durch die Nacht. Ich würde sagen, dass ich den einen oder anderen Schnitt vielleicht mache, bis wir im Gebäude sind. Morgen früh nach dem Looten schauen wir uns erstmal um, wo wir gelandet sind auf der Map. Getankt habe ich. Dann fahre ich uns rüber, meine Lieben. Da haben wir nicht viel Zeit verloren. Und zwischen der heutigen und der morgigen Folge sortiere ich dann nochmal ein bisschen weiter das Zeugs und dann sind wir eigentlich startklar. Gleich sind wir da, meine Lieben, 400 Meter noch. Vielleicht gehen wir morgen früh kurz her, besorgen uns hier ein bisschen Yucca, ein bisschen Aloe Vera Zeugs und eventuell nehmen wir eine Handvoll, wie heißt es nochmal, Ölschiefer mit, ne? Die sollte ich vielleicht töten. Sonst habe ich ruckzuck wieder irgendwas, was ich ausbessern muss. Kannst du? Na komm, fahr mal weg. Hier ist alles voll. Ich sehe ja nichts gerade. Komm, wir fahren weg. Ich lasse ihn liegen. Ist das die Farm, auf die wir heute Nacht eingeladen sind? Ja, das machen wir. Gerade eine Handvoll. Ich werde jetzt nicht ewig lange farmen. Wir haben irgendwann auch besseres Werk. So, guck mal, hier steht ganz viel von dem Zeug rum. Nee, oder? Das Problem ist, dass der mich halt da ruckzuck so verletzen kann, dass ich schon wieder Blut im Fetzen, ne? Ich fahre mal wenigstens bis zum Spot durch jetzt.
Schön, ich glaube, wir haben eine neue Siedlung nochmal wieder gefunden hier. Hier würde ich sagen, ich bremse. Ich bremse auch für Gaia. Pflanze ich kurz hier rein. Mit dem Rücken zum Feind. So, pass auf, jetzt sammle ich ihn ein. Ich glaube, also geht's schon wieder los. Wo ist denn der? Ah, der ist noch nicht ganz. Der ist noch nicht ganz bereit für uns. Den setze ich jetzt zurück, pass auf. Hm. Er hat sich nicht wirklich zurücksetzen lassen. Wahrscheinlich habe ich jetzt einen Bug ausgelöst oder sowas. Wie machen wir es denn heute? Ich würde ja auch wieder außen rum wollen. Oh. Chris Gottler. Jo, Alter, den haben sie aber tropfen lassen eine Weile. Machen wir hier zu. Ich komme gleich nochmal. Ich laufe erst einmal außen rum. Briefkasten muss ich noch kurz gucken. Und dann essen wir erstmal noch einen Brocken. Und schon einmal wieder Buch. Ich könnte gleich essen, gell? Ich habe ja ein paar dabei. Was sind das für Buch? Fertige 9mm Hohlspitzgeschosse. Das würde ich doch sagen, ist eine gute Geschichte. Hallo, guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. So. Große Gosch zahlt sich meistens nicht aus. Ich bin gespannt, wann es soweit ist, dass ich wieder auf die Schnuffel kriege. Auf die Nasnuff. Keine Geier. Stühle nehmen wir natürlich mit. Ey, wir könnten heute vielleicht tatsächlich mal hergehen und zumindest ab und zu, weil jetzt geht es nämlich langsam ans Eingemachte. Wir wollen ja Mats und so weiter, ne? So spiele ich offscreen, wenn ich farmen gehe. Ihr wahrscheinlich auch, ne? Okay, du brauchst immer noch was zum Essen, gell? Lern doch das Buch gleich, dann hast du's weg. Nemi? Ich danke dir recht schön. Dürfen wir nur nicht vergessen heute. Problem ist halt, mit 5 Minuten habe ich echt ein Problem, ne? Beutebonus. Nehmen wir dann vom Hauptloot. So wie immer werde ich es wahrscheinlich vergessen. Die ist entriegelt, ist gut. Ich gehe aber hier durch. Hier fangen wir an. So, erstmal ankommen. Das Gute ist immer, wenn du ingame einen Job hast, der dir Spaß macht. Looten. So muss das sein. Komm, den bauen wir jetzt auch ab. Ich habe das Mofa-Ball, ne? So, dann muss ich daheim auf jeden Fall, wenn ich dann zurück bin, die Materialien weglegen, die wir brauchen für unsere Chemie-Geschichte. Sag mal, die Mischer können wir noch nicht bauen, gell? Doch, wir können... Nee, ist Betonmischung. Vielleicht haben wir Glück und ich finde das Rezept irgendwann. Im Moment würde ich tatsächlich viel lieber nur mein Männchen verstärken und alles andere auf Lucky Looter vielleicht dann reinhauen. Die bringt doch bestimmt auch spezielle Mats hier, oder? Siehst du? Habe ich den gerade von draußen erwischt? Ich dachte, der wäre schon drin gewesen. Hier ist nichts. Auf dem Gebälk, da kann nichts liegen. Dann sind wir hier schon durch. Dann sind wir hier schon durch. Ah, da oben liegt noch was. Warte mal. Komm, nimm doch ein Frame, Alter, bevor du dich jetzt hier kaputt hüpfst. Siehst du? Kann natürlich auch jedes Mal sein, wenn wir looten gehen, dass wir die Säge finden. Oder tatsächlich den Bohr. Das habe ich jetzt abgeworfen. Den wollte ich eigentlich. Ich dachte, den kann ich hier. Ja, geht. So. Jetzt will ich mal ganz kurz was gucken. Die Kettensäge haben wir natürlich noch nicht. Und den Bohrer haben wir auch noch nicht. Naja, entweder das Kill ist mir frei, wenn es zu lang dauert. Oder ihr wisst ja, wir machen das wie immer. Locker und flockig. Wollte doch sagen. Ah, herrlich. Ich liebe das einfach, diese Mischung aus Looten und Rumkruscheln zu Hause. Das hat mir echt ganz doll gefehlt in der normalen Staffel. Schmutzwasser. Und jetzt durch das, dass wir ein Lager haben, freue ich mich halt auch auf alles, was wir so kriegen. Weil ich ja für alles einen Platz zu Hause habe. Komm, ess doch mal das Fleisch komplett weg. Ich weiß, das ist nicht so super nährstoffreich, aber... Hier, wieso ist denn hier keiner rausgekommen?
keiner drin war. Lass die. Ah, ich mit meinen Topfpflanzen. So viel kann ich gar nicht benutzen, Topfpflanzen. Habe ich jetzt den Loot-Container? Ah, ne, es war ein Versteck, habe ich Glück gehabt. Jo, nehme alles mit. Das nehme ich natürlich jetzt auch mit. Und ich will ja auch in die Molotow-Produktion einsteigen. Und zwar so, dass wir wirklich ausreichend haben in den Horde-Nächten, ne? Deswegen alles vorbereiten und dann geht es irgendwann kräftig ans Looten. Und ans Farmen. Ich nehme das jetzt alles mit, wenn es hier gerade rumsteht. Die Nacht ist lang. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Da gehen wir gleich hoch. Waschküche. Wie jetzt? Gar nichts? Alles kein Loot-Container, baue ich sie ab. Irgendwas brauche ich von hier. So. Es dauert halt seine Zeit, bis du alles hast, gell? Ja, gerade so, sag ich mal, weißt du, die ersten Momente, wenn man irgendwo in ein neues Gebäude ankommt, kann man ja mal. Nachts sind die Taschen leer. Beziehungsweise ich habe ja den Malus nachts, ne? Was halt schon ziemlich cool ist. Da müssen wir wahrscheinlich. Da geht's gleich hoch. Oh, sehr interessant. Muss ich mal merken. Da wollen wir auf jeden Fall reingucken, oder? Kein Zombie hier. Da sind sie drin, oder? Tatsächlich. Dass die mich jetzt nicht gehört hat. So. Scheiße. Ist ja geil. Kann ich die abbauen? Ach, guck an. Das ist Nitrat, das habe ich nicht gewusst. Hallala. Wo habe ich die jetzt geweckt? Ich habe einen Hund gehört. Über mir, gell? Ey, wo sind wir denn hier gelandet jetzt? Ist das da gar der Keller, wo man gerade die Treppe... Alter, wie ist denn das geil? So Tropfsteinhöhle, oder? Bisschen gruselig ist das jetzt gerade, finde ich. Hier ist die Leiter. Immerhin, Munition haben wir gefunden. Wieder, ja. Hier sind sie. Gates, dass du mal mithelfen musst. Gatesle. Ich gehe raus, ich mach den kurz weg. Oh was, das ist ein Kojote, gell? Du machst Lärm, als wärst du eine kleine Hundehorde gewesen. Jetzt habe ich Nachbarschaft entdeckt. In Panik schieße ich hier wie Wilder. So, tschüss. So. War viel Panik dabei. War viel Panik dabei, aber wir haben es überlebt. Ohne Schnittwunden, das ist immer das Wichtigste. So, die Supplies habe ich jetzt auch noch schon. Der winkt immer noch da hinten. So, komm, wir gehen hier der Hauptweg. Lum, lum, lum. Wir gehen die Supplies holen. Kennen wir nix. Schalalala. Scheiße. Ist halt alles baufällig.
So. Jetzt halt. Schön mit der Höhle. Kleine Überraschung eingepackt. Ist immer gut, oder? So. Lass nicht stehen. Du brauchst nicht jeden Stuhl. Guck lieber, was du die Küche machst. Wie wieder nichts drin ist. Hier. Oh je. Das kommt raus. Das können wir von mir aus jetzt ausnahmsweise heute Nacht mal auseinanderpacken. Ich weiß ja, wo ich es kriege. Ich glaube, wir müssen schon raus ans Fahrzeug. Mach mal kurz, ich lade aus. Wir haben bestimmt nochmal so viel Loot hier. Eckschrank. Da ist nichts drauf. Die haben wir jetzt alle, gell? Leer, leer, leer. Leer, leer, leer. Küche haben wir. Komm, wir gehen kurz raus, ausräumen. War die entriegelt? Ne, die war verschlossen. So, das Moped ist da vorne. Leise. So, und da ich jetzt nicht vorhabe, noch mehr Zeugs abzubauen. Das machen wir hier, das machen wir hier. Das werden wir nicht mehr so oft finden. Das werden wir auch nicht mehr so oft finden. Das lasse ich jetzt dann auch gut sein. Der kommt noch rüber. Da essen wir nochmal einen Brocken. Komm, ich esse das komplett. So. Das machst du rüber. Das will ich jetzt in Zukunft ein bisschen aufheben. Die haben wir jetzt auch schon mehrfach. Das kommt rüber. Oh, ich lade einfach alles rüber so. Und weg. Weg ins Haus. So, Küche war gerade dran, ne? Dann geht's jetzt nach oben für uns. Für uns armen Sünder. Okay. Scheiße. Da oben nebenan ist auch schon einer sauer. Jetzt haben wir noch keinen Safe gefunden, gell? Okay, machen wir erst die. Dann machen wir den. Hä? Der ist tot. Hier wollen wir durch, ne? Aber ich kann ja das Bett abbauen. Er ist immer mit stehen lassen. So, stopp. Die nimmst du auch mit. So wird ein Schuh draus, oder? Okay, das haben wir erledigt, das Räumle. Machen wir zu. Dann machen wir den Raum kurz. Das war ein Doppelter. Klamotten gucke ich dann daheim durch, was wir brauchen. Da war wieder ein Mantel. Vergleiche ich natürlich dann mit unserem Zuhause. Und Mats. Wo waren das Nieset jetzt drin? Hab ich gar nicht so richtig verfolgt. Hier ist alles klar. Dann sollten wir wahrscheinlich... Ich habe dir vorhin alles gegeben, was ich gefunden habe. Auch schön, zwei neue. Verursacht 10% gegen Wölfe, 10% mehr Schaden. Kräftiger Sprintangriff werfe deinen Gegner mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Boden. Yes, kann man gebrauchen. Zwei Bücher mal geschwind, ne? Hast du die Tasche bewacht? Ich habe schon wieder Bock heimzugehen jetzt. Weißt du warum? Weil daheim einfach das Lager jetzt ist. Ich bin so geil auf mein Lager, ne? Da wird kein Safe sein, ne? Bau mal das Bett noch ab, jetzt hast du angefangen. Sehr schön. Naja, dann fahre ich uns gleich mit einem kleinen Minischnitt heim. Oder wir besorgen uns tatsächlich ein bisschen Ölschiefer. Ah, das könnte man vielleicht machen. Ich kann doch gar kein Benzin herstellen, oder was? Ein Chemielabor brauche ich. Aber Ölschiefer lohnt sich schon, wenn wir mitnehmen. Da muss ich gleich gucken. Da geht es nämlich nochmal hoch. Bin ich jetzt woanders raus? Ja, jetzt bin ich woanders raus.
Hier ist alles gut. Klo. Messer brauchen wir jetzt nicht mehr. Da kann man nichts holen. Ich muss mal was gucken. Ich habe das blöde Gefühl, dass ich irgendwas übersehen habe. Das ist so rum aufgebaut. Verstehe, aber dann haben wir alles, ne? Hier war jetzt auch kein Bild mehr drin. Ne, dann haben wir alles. Es sei denn, ich will hier hochgucken, aber das kann ich ja gleich machen. Ich will erstmal hier folgen. Da waren wir auch schon drin. Hier wird es auf jeden Fall in den Speicher gehen. Hier ist ein Sessel nur. Hier sieht es aus, als gäbe es eigentlich nur ein paar Mats zum Abbau, ne? Dann ist unser Weg nach oben klar. Jetzt muss ich es nur noch mal wiederfinden. Schalalala. Ist das der einzige hier? Das scheint der letzte zu sein. Das habe ich natürlich nicht gerechnet. Dich haben wir nicht eingerechnet, Bursche. Sag mal, Frage. Donnerbüchse 4-5, Prügelpeter, Maxa 4-5 und ab jetzt geht's in Lucky Looter und Tyrannosaurus und was weiß ich nicht alles, ne? So haben wir uns das in etwa vorgestellt. Dann werden wir nämlich nicht nur Stärker, sondern haben wir auch ein bisschen mehr Glück. Wie ist halt gleich wie ein Versteckweg, aber wird kein sein, geht's nach draußen. So, jetzt pass auf. Hauptloot haben wir gesagt. Nehmen wir auf jeden Fall unseren Beutebonus. So, ich bin gespannt. Wow, jetzt habe ich das Gefühl, dass es wirkt. Erstmal haben wir hier Munition. Ich klicke das übrigens manchmal als ganz gerne einzeln an, dass ich so das einmal in der Hand gehabt habe. Ist irgendwie ganz seltsam bei mir. Das können wir vielleicht verkaufen ausnahmsweise. Schockstabteile braucht man nicht. Frage, was habe ich hier für eine Mod drin? Genau die, die ich gerade gefunden habe. So, Munition. 49. Was haben wir hier? Eine Tablette. Eine. Jetzt habe ich draußen eingeweckt, aber ist nicht so schlimm. Nehmen wir natürlich mit. Wir lassen es jetzt nicht liegen. Sehr schön. Ja, ich hole ein bisschen Ölschiefer, bevor wir nach Hause fahren. Baseballschläger. Kann ich mir jetzt einen neuen bauen, gell? Müsste jetzt dann normalerweise ein 5er Baseballschläger für uns drin sein. Das haben wir sogar alles, den bauen wir uns, Leute. Den bauen wir uns, wenn wir daheim sind. Was gibt das? Da liegt doch was drin, oder bestimmt? Ja. Achtung, und? Ne, 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 ne. Nichts Brauchbares. So, wir hauen ab. Ich nehme an, ich habe soweit alles. Wie gesagt, wenn ich ab und zu mal was vergesse, ich gucke auch nicht so akribisch, weil wir ja ständig irgendwo sind. Da kriegst du ja genug Loot hier, ne? So, gehen wir raus, gucken ein bisschen nach Ölschiefer geschwind. Mama, da haben wir ja alles, ne? Hier haben wir auch alles, die war verschlossen und da war ja irgendwo seitlich schon auf. Dann gehen wir gerade hier raus. So, schöne Geschichte, ab zum Moped. Wo sind wir denn eigentlich auf der Map? Ja, guck mal, zweite Wüstensiedlung, ne? Gut, gut zu wissen. Da geht uns auf jeden Fall schon mal das Material zum Looten nicht aus. So, mein Freund. Gehen wir mal ganz kurz auf R. Ich nehme das jetzt alles mit. Ich brauche das nicht noch irgendwie. Okay, das Ding ist voll. Ich könnte die scrappen. Ich könnte das ausnahmsweise lernen. Ich will nur gucken, dass ich hier einigermaßen jetzt aufgehoben bin gleich, ne? Die habe ich jetzt aufgehoben. Das würde ich dann tatsächlich ausgraben. Was noch? Na, das reicht doch so. Auf geht's. Wie war denn das? Wir sind... Hier sind wir lang gefahren. Dann fahre ich jetzt hier durch. Nächster Ölschiefer mache ich kurz halt, ne? Dass wir mal einen Anfang haben. Wenn wir einen sehen. Kann natürlich sein, dass ich jetzt auf einem Pfad fahre, wo keiner ist. Wobei die ja einfach voll ist, die Wüste mit dem Zeug, ne? Das Problem ist hier, das mit dem Moped zu laufen, ist eigentlich Blödsinn, wenn du Yukas holen willst und so. Würde ich schon gern ein paar mitnehmen.
Das sollte man eigentlich zu Fuß unterwegs sein, ne? Hat doch, doch, die hat auch Dings gebracht, oder? Lass mich mal kurz was gucken. 3 Stück kommen da raus pro Kaktus. Siehst du, das wusste ich gar nicht. Oder nicht mehr. Kommt überall das Zeugs raus. Du könntest natürlich das auch so machen. Ich glaube, dass es dann weniger Ausdauer kostet. Beim Kaktus vielleicht jetzt nicht gerade, aber... Ja, ich farme jetzt hier ein paar Sachen zusammen, würde ich sagen. Wobei mich es auch schon wieder heimtreibt, ne? Muss man auch ganz klar sagen. Wenn man zu Hause hat, in dem man sich wohlfühlt. Mach mal hier nochmal auf die 3. Ich glaube, das geht viel besser. Vogelnester, vielleicht findet man Eier, dann könnte man mal wieder Eier mit Speck machen. Natürlich nicht. So, Leute. So farme ich mich jetzt hier ein bisschen durch, würde ich sagen. Handvoll von allem. Wir sind vorhin auf dem Hinweg an ganz vielen Dingern vorbeigekommen, ne? Da will ich jetzt nochmal gucken. Kann ich die irgendwie extra abpflücken? Ist mir noch nie aufgefallen, dass man die so schön sieht. So, was haben wir hier? Blei ist mir jetzt erstmal wurscht. Da noch ein bisschen. Skillpunkte haben wir auch bald wieder. Sehr gut. Dann würde ich sagen, den nächsten Mal auf Lucky Luda wieder. So. Und die Keule baue ich mir. Da freue ich mich jetzt schon drauf. So, fahren wir wieder ein Stückchen näher ans Zuhause. Das machen wir jetzt zusammen. Das haben wir eh nicht so oft drin, dass wir irgendwie durch die Wüste laufen, was zusammenfahren können. Auch zum Spiel. Das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil. Deswegen mache ich jetzt hier auch keinen Schnitt. Ich werde demnächst mal einen halben Tag offscreen rüberfahren. Wir sind ja nicht weit weg und dann werde ich das Zeug holen, was wir noch so brauchen. Es sei denn, ich finde jetzt hier gleich mal eine Stelle. Die ganzen Kisten und so, das lasse ich jetzt alles liegen gerade. Da ist... Fang mal einfach mal hier an. Weil das ist eh mit dem Werkzeug jetzt nicht so der Renner. 24 brauche ich für ein Öl, gell? Nee, Leute, das machen wir so nicht, oder? Andere Frage. Wenn ich natürlich die Stahlspitzhacke mal irgendwann bauen könnte, wäre es auch eine Geschichte, gell? Freischaltoption, Stahlwerkzeuge. Ah, ich bin gerade am Überlegen. Bauplan, Eisenwerkzeuge, Bergbauarbeiter. Wie haben wir denn das gelöst? Bergbaumeister. Immer noch etwas grün, aber du musst nicht mehr, Kumpel. Fertige Werkzeuge, Qualität 3. Vielleicht sollten wir da uns ein bisschen aufbauen. Habt ihr auch gerade einen Kojote gehört? Wo ist denn deine Schaufel? Hier. Da kann ich bestimmt auch schon längst eine bessere, oder? Stopp, da ist es doch schon. Mal weiter. So, pro Block kriege ich 20, 30 und dann 51, ja, das ist doch gut. Kostet halt jetzt eigentlich viel zu viel Zeit, ne? Kaffee gehabt? Haben wir nicht einen Kaffee gehabt? Doch, also... Da vorne ist es. Ja, komm, ich mache wenigstens ein bisschen. Dann würde ich fast sagen, dass wir uns morgen beim Händler sehen. Abgeben, neue Mission holen, heim gruscheln, Baseballschläger bauen. Und ich guck mal beim Händler, vielleicht hat der noch genug Säure, dass wir die Chemiestation noch gebaut kriegen. Und dann gehen wir an dieses harte Gebäude, ne? Ist da gerade friedlich. Vorne ist er. Jetzt habe ich ihn gerade gesehen, aber den können wir leben lassen. Nee, das gehe ich mal separat holen. Das sind jetzt 10 Öl. Die können wir ja rausbrutzeln. Dann haben wir einen Anfang. Ich möchte tatsächlich jetzt gucken. Morgen ist harte Nacht, dass wir das Gebäude herrichten. Ne? Wir haben es doch markiert, oder? Lass mich mal kurz reingucken. Oh, schön. Schön, schön, schön. Ja, hier haben wir doch irgendwo markiert, oder? Da, dritte Horde Nacht.
Dritter Blutmond. Das Gebäude wollen wir uns herrichten. Mit dem kleinen schrägen Test, ne? Also das Gebäude, das war hauptsächlich die Horde-Nacht überleben. Und der schrägen Test, das war wissen, ob das funktioniert als Laufweg. Ist das schon ausgeschlachtet? Ist ausgeschlachtet, gell? Ja. Lass es liegen. Fahren wir weiter. Fahren wir weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass neben dieser Siedlung, die wir jetzt heute Nacht gefunden haben, das nächste Biom ist. So, also machen wir jetzt Schluss. Ich switch rüber auf die nächste Folge. Eine haben wir mit Sicherheit noch und dann müsste schon wieder Horde nachkommen fast, ne? Oder? Morgen werden wir wahrscheinlich dann bis in die Nacht rein unterwegs sein und da tags drauf ist Tag 21. So, machen wir das. Meine Lieben, schön, dass ihr reingeschaut habt. Herzlichen Dank. Und ich freue mich schon auf morgen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir diese Woche auch nochmal einen Lesser-Stream haben werden. Ich will einfach nicht raus. Das ist ganz krass. Bis morgen, meine Lieben. Danke fürs Zuschauen.